Liebe Sünderinnen und Sünder, es ist wieder an der Zeit, Buße zu tun und damit herzlich willkommen zu Blasphemous 2. Mensch, es ist schon ganz schön lange her, seitdem wir den ersten Teil gespielt haben. Das war damals das allererste Metroidvania, das ich auf meinem Kanal gezockt habe. Und wir wollen mal sehen, ob ich in der Zwischenzeit ein bisschen was gelernt habe. Ich werde übrigens jetzt schon gepeinigt, denn es ist sündhaft heiß in meiner Wohnung. Aber wir wollen starten mit dem Spiel. Noch kurz eine Info, falls ihr mehrere Folgen am Stück sehen möchtet. Die einfachste Möglichkeit, das zu tun, ist über die Playlist. Link dazu findet ihr in der Description. Und falls ihr auf eine neue Folge wartet, könnt ihr vielleicht auch mal in das Let's Play von Blasphemous 1 reinschauen. Auch das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt labern wir aber nicht weiter um den heißen Brei herum. Schauen wir, womit wir dieses Mal wieder, ja, unser Leben zur Hölle gemacht wird und uns Schmerzen zugefügt wird. Ich freue mich. Es wird herrlich werden. Auf geht's. Neues Spiel. Ach, lange haben wir gewartet. Im Herzen wurzelt alles einsam. Fußspuren ohne Begleiter bleiben zurück, wie im Wasser oder in den Tiefen des Ozeans. Ich bin ein bisschen nervös. The eternal dawn of our penances heralds its imminent end. Each was born to put an end to the other. Now both await. But while yours slumbers, mine remains vigilant. May the miracle bear witness to this oath. By which I remain here for our long-awaited meeting. Wounded by the silence of this secluded existence. Okay. Who? And then, as the city of the blessed name rose up, born on the shoulders of three mighty statues, the resounding beat of a great heart could be heard emanating from the clouds, thundering like the knell of an unseen church bell, raised higher than any other, enchanting us all to lift our gaze aloft in an ascetic call to prayer. For the miracle was about to give birth to a child. Oh nein, lieber nicht. Diese abstrakten und verstörenden Bilder. Wir heben uns aus unserem Sarg. Und? So, okay. Gehen wir raus. Zwei Heilungen haben wir. Das war ein schönes, kurzes, knappes Intro. Und dann werden wir direkt geheilt. Okay. Gallenflaschen. Drückt Y, um eine eurer Gallenflaschen zu leeren und so eure Lebenskraft wieder aufzufüllen. Diese Flaschen werden frisch befüllt, indem ihr an einem Betpult niederkniet. Gut. Okay. Ja, jetzt habe ich außerdem die zweite auch noch reingeballert, aber das wird nicht so wirklich wichtig sein. Nehme ich mal an. Oh. Aha. Okay, wir können zuhauen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, so eine Art Streitkolben. Okay, hier können wir die Waffen auswählen.
Doppelschwerter. Die sind ziemlich schnell. Aber das ist Einzelschwert. Ha. Sind alle geil. Das ist die Qual der Wahl, ne? Okay, wir können wieder dashen. Ich vermute mal, das hier wird wahrscheinlich die beste Waffe sein. Aber, keine Ahnung, ich mag irgendwie, wir können hier in der Luft schnetzeln. Ich glaube, das ist ganz gut. Was hast du zu sagen? Oh. Okay, hier können wir den Damage testen. Schauen wir nochmal mit denen hier. Ich will jetzt nicht allzu viel Zeit verballern mit dem, aber... Ja, es macht viel mehr Damage, das war anzunehmen. Also ich vermute, die Doppelschwerter sind am schwersten, weil sie einfach am wenigsten Damage machen. Aber, ja, nehmen wir. Ihr habt euren Begleiter auf diesem Pilgerweg auserkoren. Nur das Mirakel weiß, wann ihr euch in Gegenwart seiner beiden Schwestern wiedersehen werdet. Hä? Welche Begleiter? Begleitet der hier uns? Wir konnten den Begleiter, kommen wir nicht. Ich meine, er wechselt ja nicht, wenn ich die Waffen wechsle. Ha. Okay, egal. Machen wir weiter. Nicht zu viel überlegen, das ist in der Regel ungesund. Ach ja, die Garneflaschen. Da können wir auch wieder welche finden. Hoffentlich. Ah, okay, die anderen zwei sind jetzt weg. Ich frage mich, ob wir die dann später bekämpfen werden. Interessant. Map. Gibt sicher auch wieder viele Secrets. Das war beim ersten Jahr ziemlich exzessiv teilweise. Wie viele Secrets es da gab. Wobei, es ist relativ typisch in Metroidvania-Manier. Also, oh. Okay, das ist Tutorial-Zeug. Seht ihr zum Beispiel, da kommen wir schon mal nicht hoch. Also hier müssen wir... Dürfen wir direkt wiederkommen. Ansonsten, die Steuerung ist ziemlich gleich wie im ersten Teil. Wenn ich das noch korrekt im Kopf habe. Ist eine Weile her, seitdem wir das gezockt haben. Seitdem haben wir... Oh, das ist unser erster Betaltar. Betpult. Durch die Rast an einem Betpult werden eure Gesundheit und Flaschen wieder aufgefüllt. Nur so könnt ihr euren Fortschritt speichern. Wenn ihr sterbt, erscheint ihr wieder am letzten Betpult, das ihr besucht habt. Alle Fortschritte, die ihr seit dem Betpult gemacht habt, gehen verloren. Kniet vor einem Betpult, wann immer ihr könnt. Wirklich? Also auch die Gegenstände, die wir einsammeln? Weil das war im ersten Teil nicht so. Also eigentlich alles verloren, nur halt die Währung rechts oben. Das ist bestimmt unser erster Boss. In guter alter Manier. Ja. Der gesichtslose Meißel des Vergessens. Autsch. Autsch. Okay, der gibt uns. Und tot. Ja, erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen und so, ne? Und Ansammlung von Schuld, ja genau, das ist die Mana-Leiste. Bei jedem Tod wird ein Schuldfragment in der Welt verankert. Das Gewicht der Schuld wächst an und verringert sowohl den Gewinn von Inbrunst, das ist die Währung oben rechts, als auch eure Verteidigung. Allerdings erhaltet ihr dadurch auch mehr Tränen im Moment, ne? Tränen der Abbitte ist das Zeug rechts oben. Und Martyriumspunkte, keine Ahnung was das ist. Sammelt Schuldfragmente, um euch teilweise zu erholen oder findet jemanden, der eure Bürde erleichtert. Huh. Okay. Ja, wird sich bestimmt noch, wird bestimmt noch einen Sinn ergeben. Da ist unser Schuldfragment, das blau-grüne, cyanfarbene Dings. So. Okay, Freundchen. Autsch. Okay, keine Iframes. Weiß nicht, ob das im ersten Spiel anders war.
Autsch. Der Typ ist schnell. LT, Denke ich mir, ich kann durchdodgen, aber nein, es geht nicht. Ich denke mal, es wird jetzt noch nichts werden. Boah. Der Junge will nur das Leder, ey. Holy shit. Der ist definitiv ein bisschen schwieriger als der erste Boss bei Blasphemous 1. Ah. Ja. Bitte nicht über die Karte ziehen. Die Musik ist geil. Ach, direkt Kontakt. Ja, Schaden am Anfang. Mein Muscle Memory kommt nicht so wirklich. Noch nicht so wirklich mit der Steuerung klar. Oh. Autsch. Schön unten warten. Nicht zu greedy sein. Eine Heilung. Da ist er nämlich auch schon fast platt. Oh. Er hat nur zwei Moves, glaube ich. Bin auch mal gespannt jetzt, wie der Schwierigkeitsgrad ist im Vergleich zu anderen Spielen, die wir seit Blasphemous 1 gespielt haben. Ich weiß, Blasphemous 1 war eines der schwereren Metroidvanias. In meiner Erinnerung. Zeichen des Martyriums 1. Okay. Vielleicht können wir die verwenden, um Skills oder so freizuschalten. Mal schauen. Plus 500 Inspunst. Ich weiß nicht, ohne Double Jump fühle ich mich immer so nackt. Es ist, also der Anfang ist so ähnlich wie in Blasphemous 1. Penitent one, returned from the tomb, and walking among the mourners, your awakening is now written on the eternal pages. Annunciada is my name, and I hail from the heavenly mountains on high, the seat and the beginning of all that is holy, so that I may address you. Look upon me thus as a preceptor in this enterprise, hailing from the highest of all seats. Penitent one, the miracle shall give birth to a new child in a great heart descended from the clouds that watches over the ancient city of the blessed name from on high. Ich find's geil, dass immer so mit den Übertreibungen und das Größte und riesig und ewig und sind alles so. Ja. You must reach it to stop its birth. But on this ascending path of penitence, the arch confraternity awaits you. Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Ooh. Orospina, the confraternity of embroiderers. Stinkern. Benedicta of the confraternity of endless orison. Odon of the confraternity of salt. Lesmes of the confraternity of incorruptible flesh. All under the dictate of the oldest penitent, the first among them all, who was Eviterno. Father of the penitents. Ooh, okay, fünf Gegner schnetzeln. Penitent one,
Fünf Bosse. The miracle has instilled three regrets in the consciences of three of its guardians. Oh. Heißt das, wir können auswählen, welche drei? Only by revealing them shall you achieve the humiliation of the sculpted figures that hold up the city, allowing you to ascend to its upper reaches and finally to the great heart. Look for the guardians. Okay. Die werden uns eingezeichnet. Auf der Map. Klasse. Heilige Gräber. Oh, die anderen zwei sind... Okay. Sind weiter weg. Palast der Stinkereien. Okay, das sind einfach... Das sind einfach die ersten drei und danach kommen die anderen... Spaß dies. Und dann... Ja... Hast du sonst noch was zu sagen? Dialog ausschöpfen. Only by revealing the regrets guarded by the three guardians can you ascend to its upper reaches and at last hasten towards the great heart. Okay, wir brauchen das wieder, um irgendeine Tür zu öffnen. Only by ja, okay. Alles klar. Liebe, ich hab den Namen wieder vergessen. Das ist schwierig zu merken. Schlucht der hohen Felsen. Hell yeah. Okay. Oh, die kennen wir doch. Sarmiento und Centella. Sarmiento und Centella sind die schnellsten Waffen in eurem Arsenal. Oh. Sie wurden geschmiedet, um von Experten aus der Schule der Verdadera Destreza geführt zu werden, deren defensive Meisterschaft die schnellen und präzisen Stiche der Waffen perfekt ergänzt. Die Befolgung der Lehren dieser Schule kann den Träger in Ekstase versetzen und seine Stöße verstärken. Ich vermute mal, je nachdem welche Waffe man wählt, wird der Durchlauf ziemlich anders sein. Also wenn ihr eine andere Waffe gewählt habt, würde mich sehr interessieren, wie euer Erlebnis ist. Also natürlich noch nicht vielleicht nach dem ersten Boss, aber wenn ihr jetzt ein paar Bosse gemacht habt. Heiliger Stoß, RT und X parieren RB. Okay, ja, wir haben Spezialattacken. Ach ja, das ist... Okay, das kennen wir aus Blasphemous 1. Das ist relativ... Autsch. Gibt's kein... Autsch. Kein Revenge-Schlag? Oder habe ich das Timing nicht? Bringt uns Parry nichts? Oder kommt das gleich? Vielleicht kommt das später. Wer weiß. Autsch. Miserables Timing. Okay, die kennen wir auch. Ein bisschen anderes Moveset als in Teil 1. Also, soweit ich das aktuell beurteilen kann, bringt uns... Okay, hier unten geht's, ist was. Oder auch nicht. Vielleicht ein Shortcut. Könnte sein, dass wir das von der anderen Seite öffnen. So, was haben wir hier? Oh. Ja, was macht... Der Spezialangriff macht auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden. Erlangt Peteneras Gebete und Inbrunst. Angriffe gegen Feinde und Exekutionen füllen eure Inbrunstleiste, die es euch ermöglicht, vielfältige und mächtige Gebete zu sprechen. Ihr könnt sie in eurem Inventar ausrüsten. Und drückt B, um ein schnelles Gebet zu sprechen. Drückt nach unten und B, um ein mächtiges Gebet zu sprechen. Okay. Einstellung Gebete. Wir haben nur das hier. Peteneras des Begräbnisses des Lichts beschwört Flammen aus der Erde, die Feuerschaden verursachen. Okay. Und das war's. Mehr Mana haben wir nicht. Oder Inbrunst. Autsch. Ich liebe den Angriff. So, einmal heilen. Jetzt
ging auch nach links weiter, glaube ich. Die Grafik ist mal wieder herrlich. Da haben wir auch nichts anderes erwartet. Da oben ist was. Au. Ein Contact-Schaden. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. 800 Tränen der Art, bitte. Okay, das war nur ein kleines. Man kann sich hier wirklich Secret nennen. Ein kleines. Hier kann man runter, oder? Eine Plunge Attack oder sowas. Da fehlt uns wahrscheinlich irgendwas. Kann ich das Ding auf der, Marke? Okay, ich kann das auf der Karte markieren. Wir haben sogar verschiedene Dinge. Was nehmen wir denn? Fragezeichen. Warum nicht? Da ist auf jeden Fall was. Man kann auch R1 spammen. Anscheinend. So, wahrscheinlich sind wir gleich tot. Hier kann ich auch nicht runter. Jo, da sind wir. Ne, wir sind noch nicht tot. Wie ein Wunder. Glück gehabt. Oh! Collectible Kinder! Autsch. Oh! Ich habe wieder volle HP. War das das Kind? Okay, warum ging das vorhin nicht? Dammit. Und schon haben wir wieder keine HP mehr. Mal gucken, ob wir es zum nächsten Checkpoint schaffen. Oh, was bist du denn? Ich habe keinen Airdash. Ich weiß nicht, warum ich dachte, ich hätte einen Airdash. Okay, ich denke, wir machen an der Stelle erstmal einen Break. Das war's für die erste Episode. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund, euer Northgate.